finde, er sollte das Mastermind in Ocean's 11 sein. So, dass die Frisur passt eh ganz gut, schaut auch ganz gut aus. Und irgendein großer Raub, das passt vielleicht. Und ohne Geschwindigkeitslimit die Enstal Classic zu absolvieren, denke ich, als Verkehrsminister wäre er bravourös damit ausgestattet. Würden einige Tempolimits fallen, ja? Ich fände es super, wenn es eine heimliche Leidenschaft wäre, dass er beim Spielen schwindelt. Beim Kartenspielen oder bei Gesellschaftsspielen, dass er einfach schwindelt. Also ich bin weder beim Kartenspielen noch sonst ein Schwindler, weil ich auch zum Kartenspiel kaum mehr komme und das nur in meiner Kindheit in der Steiermark gelernt habe und gemacht habe. Ich habe die Information bekommen, dass er sehr gerne durch meine Heimat tourt mit Oldtimern und unterstelle, dass das durchaus eine Leidenschaft ist. Ja, das stimmt. Eigentlich das einzige Hobby. Also vieles, was ich beruflich mache, mache ich auch privat. Sprich, ich lese halt viel über Politik und Zeitgeschehen. Das kann man nicht so trennen, aber das einzige wirkliche Hobby sind historische Automobile.